Man lässt sich wunderbar kauen. Wunderbar zum Sammeln von Zunder. Mein Didgeridoo hat schon einen Abflug gemacht. Aber zum Glück habe ich noch ein Seil dabei. Ich werde es überleben. Also, kommt mit! Und solltet ihr einmal im Wald Unrat finden, so wie hier, das ist eine alte Margarinschachtel, dann hat die kein Wanderer weggeworfen, sondern das war der Fuchs, vielleicht auch ein Dachs. Und der Fuchs hat es höchstwahrscheinlich aus unseren gelben Säcken, da wo wir den Plastikmüll sammeln, herausgerissen und hier versucht, etwas Fett rauszuschlecken. Und das finde ich sehr häufig im Wald, gerade auch Joghurtbecher und Sahnebecher. Hier ist das Tal mit dem kleinen Bach. Und jetzt nutze ich diesen Wildwechsel, um hier zum Bach runterzukommen. So, jetzt hänge ich hier ein bisschen fest, weil es wird doch sehr steil. Mein Didgeridoo hat schon einen Abflug gemacht. Das Kamerastativ liegt hier. Aber zum Glück habe ich noch ein Seil dabei. Und dann werde ich jetzt dieses Seil hier an den drei Ästen, die sind stabil genug, für das kurze Stück festbinden und mich dann hier schön abseilen, das letzte Stückchen. So, ich stehe jetzt hier im Berg. Seil hebt wunderbar. Wie bist denn du hierher gekommen? Warte, ich helfe dir wieder zurück. So, hier gehörst du doch hin. Ja, ich möchte es mir von diesem schönen Ort hier draußen nicht nehmen lassen, noch Grüße an zwei YouTuber auszusprechen. Und zwar der erste Gruß geht an dich, Tito, vom Kanal Naturliebe. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und schaue in YouTube rein und sehe dich da im Wald hocken mit deinem Tarp, ganz gemütlich. Und das hat mir einfach super Spaß gemacht, da reinzuschauen und hat mich gleich in den Wald versetzt. Und hat mir die Idee gegeben, selber zu filmen. Und das macht mir riesen Spaß, muss ich sagen. Also danke, Tito. Und der zweite Gruß geht an dich, Sepp, vom Kanal Waldhandwerk. Ich habe sehr viel gelernt in deinen Videos, viele Techniken, die mir sehr helfen und wo ich auch noch viel zu lernen habe und viel übe, damit das Leben hier draußen noch unabhängiger wird und noch freier. Ja, danke auch an dich. Und möchte jetzt noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, wie ich zum Didgeridoo-Spielen gekommen bin. Und zwar habe ich das Buch Traumfänger von Marla Morgan gelesen. Und das Buch hat mir meine Frau geschenkt.
Da kannten wir uns noch gar nicht so lange. Und das habe ich dann am Abend gelesen. Innerhalb von 3 Tagen hatte ich es durchgelesen. Das Buch handelt von den Aborigines, die eine weiße Frau einladen aus Amerika, die sich sehr für die Aborigine-Kinder eingesetzt hat. Und zum Dank dafür möchten die Aborigines sie zu einem Walkabout mitnehmen. Die Frau weiß es gar nicht, sie wurde eingeladen und sie denkt, dass sie jetzt da bei einer Zeremonie mit teilnehmen kann und fährt dann ganz arglos zu den Aborigines, die im ersten Augenblick für sie wie Wilde erscheinen. In einer Blechhütte kommt sie an, wird dort lange, mehrere Stunden mit einem Jeep durch die Wüste gefahren und kommt dann eben dort an und wird ganz herzlich begrüßt. Und sie soll dann sich komplett ausziehen und alles ablegen, ihren Schmuck, ihre Kleider, ihre Geldbörse. Und da brennt dann ein kleines Feuerchen und sie kann gar nicht glauben, was sie da sieht. Die Aborigines nehmen alles ordentlich zusammengefaltet, wie sie es hat, nehmen sie ihre Kleider und all ihr Hab und Gut und werfen es ins Feuer. Und sie denkt sich, oh, das kann doch nicht wahr sein, was geschieht hier? Und sie will eigentlich wieder nach Hause. Aber sie vertraut und geht dann mit diesen Aborigines mit auf einen Walkabout, der länger geht, als sie dachte. Und der auch sehr strapaziös ist am Anfang, wenn sie dort sehr viel auf sich nimmt. Aber, und das ist das Besondere an diesem Buch, es kratzt nicht an der Oberfläche herum, sondern durch diesen Walkabout kommt sie in die Tiefe und versteht die Naturvölker, wie sie und warum sie so leben und warum die Naturvölker und ganz besonders die Aborigines, die noch teilweise heute sehr einfach leben, warum die den ganzen Schnickschnack, so wie wir ihn haben, nicht brauchen. Sicher sind wir keine Aborigines, dennoch ist es sehr interessant, sich da hineinzufühlen. Und es kann vieles besser verstanden werden, gerade im Zusammenhang mit unserem Leben hier auf der Erde. Denn wir sind gar nicht so weit entfernt von diesen Naturvölkern. Wir sind noch gar nicht so lange so fortschrittlich gebildet, wie wir zu sein glauben. Mehrere Jahrtausende lebten diese Aborigines so, wie sie teilweise heute noch leben, haben sich nie verändert. Sind aber auch nicht deswegen ausgestorben oder sind krank geworden oder dezimiert geworden. Ganz im Gegenteil, sie leben. Und so führt uns dieses Buch durch diese Welt der Aborigines und am Ende hat sie sehr viele Weisheiten mitbekommen, diese Marla Morgan, denn dieses Buch ist in Romanform erzählt, aber sie sagt, sie hat diese Geschichte echt. Das glaube ich mir. Und dieses Buch hat mich sehr berührt. Um jetzt wieder zurückzukommen, was ich euch eigentlich sagen wollte mit dem Didgeridoo-Spiel. Nachdem ich das Buch gelesen hatte und am Abend dann eingeschlafen bin, hatte ich in der Nacht den Traum, dass ich Didgeridoo spiele. Und am nächsten Tag nach der Arbeit bin ich dann mittags losgefahren ins nächste Musikgeschäft und habe mir dieses Didgeridoo gekauft und wenige Stunden später zu Hause konnte ich dann Didgeridoo spielen. Einfach so. Also, dann alles Gute. Viele Grüße von Benny, Kids and Nature. Ich wünsche euch alles Gute. Keep it real. Bleibt wie ihr seid. Ciao.